Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt's die roten Player Picks, generell die ganzen Rewards von Champions Rewards, Division Rivals Rewards. Ich habe noch keine Zeit gehabt, dass ich sie mir abhole. Ich kann noch die Packs nicht aufmachen, ich will sie auch noch nicht aufmachen, denn heute am Abend kommt ja das Future Stars Event. Dann gibt's mein neues Team, mit dem ich in die Weekend League starte. Ja, Weekend League wird auch gespielt. Und ich würde sagen, holen wir uns das Ganze ab, Division Rivals. Ich habe aber weit nicht alle Spiele gespielt. Ich schätze, ich werde auf Rang 3 oder 4 gekommen sein. Seltenes Megapack, ja, das ist Rang 3. Nehmen wir die Untauschbaren mit, denn mein Verein ist ziemlich leer. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Spieler. Ja, Rang 3. Nehmen wir mit und dann Food Champions. Man sieht es gleich. Es ist Gold 3, aber ich habe, glaube ich, die letzten 10, 11, 12 Spiele habe ich gar nicht gespielt. Gameplay war vorige Weekend League richtig kacke. Und ich habe auch so viel Packs gecraftet, dass ich auch zeitlich ist das Ganze nicht ausgegangen. Hier noch doppelte Spieler, die ich in SPC stecken werde. Und fangen wir an. Welchen Spieler will ich haben? Natürlich Mo Salah wäre super. Kaleschon? Nein, nicht Kaleschon. Wie heißt er? Ich habe jetzt vergessen. Ich muss jetzt kurz nachschauen, bevor ich da jetzt ein Blödsinn rede. So, jetzt haben wir das Team of the Week hier. Und ich habe natürlich Cancelo gemeint und nicht Kaleschon. Hier ist er. Dann, der wäre auch super, Delaney, über den glaube ich würde ich mich am meisten freuen. Das ist Hulit Gang, gering hoch, also perfekter Sechser, kann man auch als Innenverteidiger spielen, über den würde ich mich riesig freuen. Keine Ahnung, was zurzeit kostet und sonst eben hier Mkhitaryan 86, Martinez 88, Milinkovic, Savic auch 88, dann Chiellini auch 88, auf der Ersatzbank nicht wirklich was Interessantes. Also Delaney, top. Dann Salah top und Cancelo natürlich auch top. Und dann machen wir jetzt auf die Player Picks. Als Gold 3 erwarten wir gar nichts. Wahrscheinlich werden es irgendwas 84er oder 83er, 82er, 81er, so irgendwas wert. Obwohl, ich habe einmal den Besten auf Team of the Week gezogen. Das war Lewandowski und da habe ich auch nur bis Gold 3 gespielt. Und machen wir jetzt einfach auf, ohne viel herumquatschen. 84er, André Silva. Reg ich mich nicht auf bei Gold 3. Zweiter Player Pick wird... Ja, hier, André, nehmen wir mit, ein 84er, ein 83er, passt. Und dann zeige ich gleich mein neues Team hier, beziehungsweise ich habe hier ein leeres Team und füge nach und nach die Spieler ein. So, Dortmund bleibt gleich, Manuel Neuer, Rechtsverteidiger, gehen wir weiter. Da habe ich zwar immer gesagt, dass ich den Tavernier spielen will, aber formationstechnisch und auch linktechnisch würden eigentlich beide gehen, aber es kommt Kleiber rein, richtig starke Karte. Hier kommt dann... Innenverteidiger bleibt eigentlich hier jetzt ziemlich gleich. Da ist Maldini, der kommt nur auf 7 Chemie, aber macht seinen Job perfekt. Zweiter Innenverteidiger, wieder neuer Boateng. Ich habe seine Flashback-Karte gemacht, ich habe noch kein einziges Spiel mit ihm gespielt. Ich bin gespannt, wie er ist. Linksverteidiger, alter Bekannter, Mondi bleibt gleich. Dann hier im ZM kommt gleich ein neuer, den ich gezogen habe, unterspar, Kante, wer am Stream dabei war, weiß es. Habe auch noch kein einziges Spiel mit ihm gemacht. Hier bleibt natürlich Blanc drinnen, der wird noch lange in meinem Team sein, ein Top-Spieler. Dann der nächste Spieler, Mbappé, den habe ich mittlerweile jetzt schon 63 Spiele gespielt, 66 Tore, 51 Tore verlangt. Top, 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 kann ich nur sagen. Dann gehen wir hier hin. Ein neuer Spieler, den ich mir gekauft habe, Neymar Junior. Von denen erwarte ich mir viel, wie man sieht, auch noch kein Spiel gespielt. Oh, und er hat generell noch kein Spiel gespielt. GG. Ja, von ihm erwarte ich mir sehr, sehr viel. Ich bin wirklich gespannt auf ihn. Dann gehen wir hier hin. Stürmer, wer das letzte Video gesehen hat oder im letzten Stream auf dabei war, weiß es. Da war Schuka, kommt rein. Ich probiere diese Weekend League noch aus. Mal schauen, er wird nicht allzu lange im Dienst sein, glaube ich, aber er wird jetzt seinen Job einmal machen. Und rechter Stürmer werden sich alle Messi erwarten, wenn man seine Statistik bei mir anschaut. 393 Spiele, 448 Tore, 298 Torvorlagen und alles entweder in Division Rivals oder in der Weekend League. Aber er kommt nicht rein, es kommt Cristiano Ronaldo rein, die Flashback-Karte. Und das hat einen ganz speziellen Grund, denn ich zeige meine Formation, Aufstellung und so weiter. Aber dafür gehe ich jetzt in mein ganzes Team rein. So, da ist jetzt das ganze Team. Da sieht man Messi auf der Bank, Fati auf der Bank, Adal auf der Bank, Tavernier und Salah noch dazu. Und gehen wir rein in die Formationen, individuelle Taktik.
denn ich werde wieder das 5-3-2 spielen. Und das hat dann den Aspekt, dass Cristiano Ronaldo den rechten Außenverteidiger spielt. Messi ist körperlich zu schwach. Es haben beide keine guten Defensivwerte, aber ich glaube, Ronaldo wird allein durch seinen Körper die Zweikämpfe gewinnen. Und ja, in der Mitte Kleiva, Boateng, Maldini, Mendy linke Seite, Kanté, Schuka, Blanc in der Mitte, Schuka soll nach vorne gehen, Kanté, Blanc hinten bleiben, Mbappé, Neymar, Stürmer. Und die andere Formation, die ich spielen werde, ist eben die 4-2-2-2. Verteidigung bleibt gleich, Sechser, Kanté, Blanc, eigentlich klar, auf der Seite Schuka, Ronaldo, Flashback und Stürmer wieder Mbappé, Neymar. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Weekend League Spiel. So, Bing schaut gar nicht so schlecht aus. Und ja, Team schaut gut aus, denn was ich dazu sagen muss, ich habe mit der Formation schon gespielt, aber mit der Taktik und Anweisungen, was ich jetzt drauf habe, im 5-3-2 und auch beim 4-2-2-2 habe ich noch kein einziges Spiel gespielt. Das ist jetzt eigentlich zum Testen und Weekend League zum Testen hernehmen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Komm, geh! Der Ball geht nicht raus. Ich hatte noch kein einziges Mal den Ball. Langsam wäre ich hier nervös. Endlich. Elfer, wie geht sein Boateng hin? Den muss ich jetzt immer. Wer schießt jetzt meine Elfmeter, bitte? Das ist jetzt eine gute Frage. Die hat immer Messi gemacht. Blanc ist ein guter Elfmeterschütze. Neymar wird sie machen. Ich hasse den Anlauf von Neymar. Neymar will sie nicht mehr schießen, ich hasse diesen Anlauf. Aber 1-0. Wie hat denn Neymar bitte noch reingemacht? Das war ein scheiß Pass, aber Neymar kommt noch zum Ball. Jetzt weiß ich, wieso viele sagen, Neymar ist die beste Goldcard im Spiel. Zu 0. Eigentlich habe ich auch schon dreimal Ballrolle gedruckt mit Schuka, aber wollte nicht machen. War in dem Fall gut. Zu 0. Obwohl die Verbindung nicht so gut ist, aber Neymar und Mbappé reißen davon alles ab und das war der Rage Quit im ersten Spiel. Ich glaube, der Gegner hat auch 5-3-2 gespielt, ja? Schau mal, Tore. Neymar Junior im ersten Spiel 3 Tore. Mbappé 1 Tor. Torvorlagen, Neymar 1. Schuka 1. Schuka war gar nicht so schlecht in der zentralen Position. Also, die Anweisungen sage ich jetzt auch nicht. Da will ich ein separates Video dazu machen. Denn ich will das diese Weekend League noch ausprobieren. Und ich würde sagen, es ist noch Zeit für ein Spiel. Ja, ein Spiel machen wir noch schnell. Oh, zweiter Gegner. Er spielt mit Messi Lai auf 0 Chemie. Okay. Das Team schaut eigentlich gut aus. Bruno Fernandes ist an jede Karte gut. Salah ist gut, das weiß ich. Mané ist auch sicher gut. Werner, ja. Innenverteidigung top. Außenverteidigung auch top. Schauen wir mal. Neymar! 1-0! Jawohl! Komm, Krisch! Torvorlage auf Blanc! 2-0! Und genau deswegen spielt Ronaldo auf der Seite. Als Außenverteidiger. Gut, Boateng, gut! Zwei zu null. Wichtig vor der Halbzeit, wichtig vor der Halbzeit. Ah, 3-0 schon! Es steht schon 3-0. Okay, ich habe irgendwie ein Tor verschlafen, glaube ich. Aber naja,
3 Schüsse, 3 Tore. Komm! Jawohl! 4:0! Mit dem Miyagi Booster, oder wie das auch immer heißt. War gut. Noch einmal auf Mondi. Mondi legt quer. Geh rein, Mbappé. Okay, blank. Haken, kurzer, lange Ecke. Elfmeter. Elfmeter. Wer schießt diesmal? Lass mir Ronaldo den Elfmeter schießen. Trocken in die Mitte. 15:0. Und jetzt kommt er wieder rein. Lionel Messi. Wie schaut's hier aus mit der Ausdauer? Neymar gefällt mir viel besser wie Mbappé. Deswegen einfach so. Und passt. Schade, dass der Wechsel nicht vorher war. Hätte Messi gleich den Elfer machen können. Messi, erste Aktion, Ballrolle. La Coqueta, Schusstäuschung. Und Messi, Lionel Messi, erste Aktion, 6:0. Heute spiele ich gut. Bis jetzt die ersten 2 Spiele, ich will noch nichts verschreien. Aber jetzt der Pass kommt. Und 7:0, Messi mit dem zweiten Tor nach seiner Einwechslung. Oh, und Verbindung unterbrochen. Gegner hat aufgegeben bei 7:0. Geil, richtig geil. Also es war nicht die beste Verbindung, aber es war trotzdem irgendwie gut zum Spielen. Der hat 2 Schüsse aufs Tor. Und bei mir sind 7 von 8 reingegangen. GG. Na gut, ich würde sagen, 2 Spiele haben wir gesehen, Player Picks haben wir gesehen, mein neues Team haben wir gesehen. Das war's von diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Weekend League, wenn ihr sie spielt, und ciao, bis dann.